Und damit hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin's, der Bibo, begrüße euch ganz herzlich und freue mich, dass ihr einschaltet zu einer ersten Folge zum Busmechanik-Simulator. Schön, dass ihr da seid. Ja, heute frisch erschienen am 14.05.2020 für einen Preis von 25 Euro. Ja, was ist drin? Wer entwickelt das Ganze? Darius Bode ist mit dabei. Der hat das Ganze nämlich mitentwickelt. Zusätzlich war Viz Games mit dabei gewesen und das Ganze wird published aktuell von Aerosoft. Und ja, mit dabei haben wir ganze drei Busse, allesamt von MAN. Wir haben einen Linienbus, einen Gelenkbus und einen Doppeldecker, inklusive 2000 Teile. Also die Teileanzahl, die hört sich schon mal richtig nice an. Wie das Ganze aber jetzt sich so spielt und weiß ich nicht. Viz Games, ja, ihr seht schon unten, Viz Games Production unten rechts. Die ja, wissen wahrscheinlich selber noch nicht, wo sie hinwollen. Die haben nämlich zum Teil viele Horrorspiele. Sie haben aber auch Simulatoren. Ja, die Simulatoren, die sollte man sich auf keinen Fall angucken. Die sind sehr, 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 sehr dürftig. Ich habe davon ein paar Spiele da, habe die auch tatsächlich gespielt. Und ja, auf jeden Fall schade ums Geld, sage ich nur dazu. Wie das Ganze jetzt hier ausschaut. Darius Bode natürlich bekannt aus Omsi-Szene, ne? Also der hat schon den ein oder anderen Booster gebastelt. Deswegen gehe ich mal davon stark aus, dass er hier Ahnung hat. Und als, jemand, der, wie gesagt, sich damit auskennt, auch wirklich da ordentlich reingebuttert hat. Ich bin mal gespannt, was uns jetzt hier, wie gesagt, erwartet. Die ganze Halle oder sowas stammt irgendwie, oder hat man sich aus Hamburg abgeguckt, aus der Busmechanikhalle da. Da hat man es sich so ein bisschen genommen als Vorbild. Und ja, sind in der ersten Version. Von daher würde ich sagen, gucken wir uns, wie gesagt, das einfach mal an. Lass uns überraschen. Aber ich weiß noch nicht, was das Ganze hier im Endeffekt wird. Ob es nur ein Einmal-Video wird, ob es vielleicht zwei, drei Videos werden oder vielleicht ein geiles Let's Play. Das müssen wir mal jetzt im Endeffekt dann schauen. Deswegen, Tutorial überspringen wir. Wir gehen direkt rein hier in den Busmechanik-Simulator. Ja, habe natürlich schon ein bisschen Erfahrung gesammelt mit dem Car-Mechanik-Simulator oder bestes Spiel immer noch My Summer Car. Kann ich absolut empfehlen. Also, wem der Car-Mechanik-Simulator zu langweilig ist, der sollte auf jeden Fall da reingucken. Im My Summer Car. Das Ding ist übel. So, der Motorölfüllstand muss überprüft und, wenn erforderlich, aufgefüllt werden. Ein MAN Lion City A21, der Stadtbus. Naja, denn. Hol dir mal zu uns. Ja, im Tutorial wird natürlich grundlegende Informationen irgendwie so gezeigt, ja. Also von daher spare ich euch das Ganze. Wir gehen direkt, wie gesagt, jetzt hier rein. Und dann sehen wir ja zumindest schon mal die Grafik so. Ne? Wir müssen das, wie gesagt, jetzt ganz machen, was ihr kaputt macht bei uns in der BBS-Firma. Eieieiei. Lassen wir uns mal überraschen. Also, das ist es. Das ist das Modell. Der A21 hier, den wir hier aktuell haben. Den gibt es ja in verschiedenen Repaints, aber das war es dann auch. Sonst hat man wirklich nur diese drei MAN-Busse hier mit dabei. Schade. Da wäre deutlich mehr drin gewesen. Und wenn man das zumindest schon mal nicht anbieten kann, dann hätte man hier zumindest einen Workshop mit reinpacken können oder Modsport, dass man hier vielleicht noch andere Busse reinmodden kann. Davon habe ich jetzt bezüglich nichts gelesen. Es kann sein natürlich, dass das noch vielleicht nachgereicht wird oder sowas, aber so haben wir jetzt wirklich nur diese drei MAN-Busse. Und ganz ehrlich, MAN vergibt sein Markenzeichen an jedem Spiel, ne? Also von daher ist es natürlich schwer, dass da Mercedes nicht dabei ist, Solaris nicht dabei ist. Ne? Also wie gesagt, drei MAN-Typen sind hier mit dabei. So, das ist halt die Werkstatt, die Werkhalle. Hier haben wir so für Reifen und Co. Können wir uns natürlich hier frei bewegen hier. Das sind überall Sachen liegen hier rum, die wir benutzen können. Hier ein Druckluftschrauber. Ja, wir können unter die Unterführung hier gehen, also unterm Bus direkt, und können uns natürlich auch bücken, Lichtschalter hier an, also sah gerade aus wie so ein Science-Fiction-Film. Großartig. Ja, hier hinten haben wir dann sonst noch unsere Lagerhalle. Es gibt Steam-Achievements, die man hier sammeln kann. Ja, also weiß ich nicht, 25 Euro. Ich packe euch den Link unten mit rein von Games Planet. Ja, wenn ihr das Ganze dort kauft, spart ihr auch nochmal ein paar Cent, ja. Achso, das ist hier für die Abgase, ne? Und alles sowas hier. Ah ja, okay. Könnt ihr auch noch ein paar Cent sparen und uns damit auch unterstützen. Das wäre großartig. Wie gesagt, zum Release, glaube ich, kam es jetzt 10% günstiger auf Steam. Sonst, wie gesagt, 25 Euro. Aber jetzt waren es 22 ein paar zerquetschte. So, okay. Dann lassen wir uns mal überraschen.
Mit der Taste M können wir hier in die Funktionsauswahl gehen, wo wir hier Sichtprüfung, Demontage, Montage, Betriebsmittel, Inventar, Ersatzteilliste, Auftrag, Funktion freischalten. Also wie gesagt, das ist unser aktueller Auftrag. Der Motorölfüllstand muss überprüft und wenn möglich dann aufgefüllt werden. Dann gehen wir mal hin zum Motor. Ja, also ich selbst natürlich jetzt nicht groß jetzt mit Bus jetzt so vertraut, ja. Also wie gesagt, ein Fahrzeug, klar, kriege ich hin. Aber so, wo die Teile manchmal im Bus versteckt sind, das kann ich jetzt natürlich dann jetzt nicht so 100% beantworten. Deswegen ja, wird es hier auch ein bisschen suchen. Ja. Schön, dass wir hier sind. So, warte mal, wir müssen mal hier rüber. Was haben wir hier? Na, wo bist du? Kältemittel. Gibt es hier auch eine Zoom-Taste, wo man hier ranzoomen kann? So. Kältemittel. Aha. Na, sag mal. Nein, 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 nein. Luftrad. Lüfter. Wasserkühler. Oh, ich sehe das gerade nicht. Es tut mir leid. Warte mal. Demontage. Achso, das können wir auch mit einem Rechtsklick machen. Ah, okay. Da brauchen wir gar nicht die Taste M drücken. Das funktioniert gerade gar nicht. Dann machen wir mal hier doch nochmal die Sichtung. Ölfilter. Das ist nicht das, was wir brauchen. Ölwanne. Oh. Sag mal, das ist doch irgend so ein Schniepel, was du rausziehen musst. Da musst du doch gucken. Na, sag mal. Jetzt Motoröl, ja. Motoröl. Motorlager hinten. Kraftstoffverteiler. Ölwanne, Kältemittel. Ölwanne. Gehen wir mal nach unten. Gibt's noch nicht. Starter. Ölkühler. Normalerweise ist es eigentlich immer oben. Was ist denn das hier? Da ist doch irgendwie. Naja. Öleinfüllschlauch. Da muss doch auch dann der Ölstand drin irgendwo sein. Oh Mann. Oh Gott, jetzt komme ich auch nicht hoch. Gut, dann müssen wir leider einmal rumlaufen. Mal fehlt mir hier irgendein Teil, Betriebsmittel. Ah, guck mal hier. Also Motoröl. Ja, müsste ein bisschen was rein. Normalerweise wäre das vollkommen in Ordnung. Weiß ich nicht, warum man da jetzt gleich einen Bus dann herbringen muss. Was bist du? Klima? Was bist du? Kühlwasserauffangbehälter? Okay. Getriebeöl, Motoröl. Ja, wenn man nicht den richtigen Dings da nimmt, ne, dann kann das schon schief gehen. So. Demontage. Nee, das ist doch Betriebsmittel, oder? Ah ja, es verschwindet dann einfach. Okay. Okay, ist voll. So, das soll es gewesen sein. Der Motorfüllstand, ja. Das war's.
Auftrag fertig abmelden. Spektakulär. Ja, wenn man natürlich nicht das richtige Menü auswählt, dann kann es natürlich auch nicht funktionieren. Ne? Dann kann man sich wahrscheinlich dann auch dumm und dämlich suchen. So, schauen wir mal. Das kann man übrigens abschalten in den Optionen, ja, falls ihr das nicht sehen wollt jetzt immer. Ordnungsgemäß ausgefüllt, das hört sich ja schon mal gut an. Das Wischwasserfüllstand muss überprüft und eventuell ausgewechselt werden. Ja, also erstmal viele, viele Flüssigkeiten austauschen, also wie halt so ein typisches Spiel halt anfängt. Das freie Spiel, was man hier machen kann, da könnt ihr euch zum Beispiel irgendeinen Bus nehmen, ob jetzt so den Stadtbus, den Gelenkbus, den Doppeldecker, und könnt ihr den halt auf Lust und Laune komplett auseinanderbauen, ja, damit ihr euch die ganzen Teile mal anschauen könnt oder sowas. Ja, aber hab eigentlich so gedacht, dass man so vielleicht noch spannenderen Aufgaben, die wenn später kommen. Das ist so ein bisschen altmodisch. So. Betriebsmittel. Wischwasser. Guck mal hier, ne? Ja, echt alles hier aufmachen kannst. Also das ist schon absolut nice. Ja, Wischwasser ist, was haben wir hier? Hm. Das auch noch voll machen. Wundervoll. Auftrag ansehen und erforderlich auffüllen. Stellen wir das wieder weg hier und können den Auftrag schon wieder abschließen. Spannend! Ich denke mal, nachher wird es halt wirklich interessant, wenn du dann halt wirklich da die großen Teile da auseinanderbauen musst oder sowas. Aber mich ärgert es halt, dass man hier viele, viele Chancen halt verschenkt hat, die man hätte greifen müssen. Weiß man nicht, woran es jetzt da lag, wer da jetzt gesagt hat, so und so, ne? So, Kühlwasser muss komplett ausgetauscht werden. Auftrag angehen. Kühlwasser. Ja, dass man halt so unglaublich viele, ja, Ideen halt einfach wegfallen lassen. Weil das wäre einfach, glaube ich, einfach gewesen, so ein Steam-Workshop-Dings da noch mit reinzumachen oder sowas da, weißt du. Aber naja, gut. Betriebsmittel, Motor, was haben wir hier? Das ist nichts hier. Das ist Motor. Also, was können wir hier mit der Demontage hier? Luftfilter, Wasserkühler. Warte mal, da können wir erstmal prüfen. Der sagt, es ist in Ordnung. Es ist in Ordnung. Es ist in Ordnung. Kühler der Schlauch, ist in Ordnung. Und irgendwo muss hier eine Flüssigkeit rein. Kühlmittelrohr. Nee, kann man das hier irgendwie. Es geht nicht auf, okay. Luftfilter, Öl, Heizgerät, Kühlmittelrohr. Der Schlauch, der Rohr, Luftfilter. Warte mal, vielleicht. Hier irgendwo? Hallo? Wasserkühler?
Ist auch in Ordnung. Ladeluftkühler. So. Nö. Nö. Wir wollen Kühlwasser. Hallo? Ich habe hier irgendwas gerade kühl gesehen. Ah, hier. Spektakulär. So. Das Klimaanlage. Oh, jetzt muss ich fast passen. Macht man das auch mit Wasser? Jetzt muss ich fast passen. Jetzt weiß ich gar nicht. Kühlwasser? Ich glaube, da macht man auch normales Wasser rein, oder? Nee, bloß nicht. Da auch nicht. Kältemittel, Anschluss. Heieieiei. Oh, jetzt bin ich runtergefallen. Echt. Also das ist auf jeden Fall der Tank gewesen hier. Also da muss irgendwo rinnen. Da oben, oder? Na, mal gucken, ob wir das jetzt noch hinbekommen. Also hier hätte man vielleicht noch eine Rampe machen müssen. Jetzt musst du immer hier rumlaufen. So, eben gerade hat er irgendwas angezeigt. Nö. Bin ich jetzt doof? So, genau, da ist das Ding. Aber wo kommt das jetzt rein? Hier ist diese Schraube, aber... Zum Motoröl? Oh. Das wird auf jeden Fall interessant hier. Ich sag ja, also so mit... Bussen oder sowas, ja, ganz ehrlich. Der verarscht mich doch jetzt, oder? Ah, ATF-Öl. Zylinderbank. Ich dachte eigentlich immer, dass das halt hier irgendwie an der Seite hier irgendwie... Hier können wir gar nichts machen.
Sieht alles nichts aus Sonderbau, würde ich sagen. Die Kühlwasserschraube. Die geht hier rein. Ja, das ist doch... Genau, hier geht's zum Motor. Aber wo ist denn dieser Behälter davon hin? Da, oder? Also hier geht einer raus und da oben. Ach, Leute. Öffne dich mir. Wo bist du? Wo bist du? Um das Bauteil zu demontieren. Das kann doch nicht so. Gibt's doch gar nicht. Ja, nee, finde ich jetzt nicht, Leute. Muss ich passen? Muss ich passen? Wollen wir jetzt da hier nicht mehr funktioniert? Das ist unglaublich. Nee, Leute, da muss ich was. Getriebeöl? Nee, ist auch nicht. Öl. Tja. Das muss irgend so ein Knüppel sein, den du genauso aufmachen kannst wie hier so ein Quatsch hier und dann kannst du es da einfüllen. Aber ich finde das nicht. Normalerweise ist es eigentlich in der Regel immer Nähe der Kühlung, aber hier ist nichts. Oh, ernsthaft. Oh. Ich war kurz davor, wie den ganzen Boden aussah. Ich sag doch, es muss in der Nähe davon sein. So ein Shit, wirklich. So, weg damit. Gib mir auf den Sack. Oh, sind nicht alle Klappen zu. So, Leute. Machen wir nächste Folge weiter. Also, wenn ihr mehr sehen wollt, einschalten. Wenn euch das Spiel interessiert, wie gesagt, schaut unten in die Videobeschreibung mit rein. Da packe ich euch einen Affiliate-Link mit rein. Da könnt ihr euch das ganze Love Games Planner kaufen und uns automatisch damit so ein bisschen unterstützen, wenn ihr möchtet. Und sonst ja, bedanke ich mich auf jeden Fall, dass ihr dabei wart. Und gerne eure Meinung dazu in die Kommentare. Würde mich mal interessieren, was ihr davon so haltet. Und ja, ob ihr auch schon mal so Viz Games schon mal was von gehört habt, dann wie gesagt, nutzt die Kommentarfunktion, schreibt es unten mit rein. Ich würde mich freuen. Verabschiede mich, bedanke mich, sage Tschüss, bis nächstes Mal.